Dr. Kirstin Gutekunst. Botanisches Institut und Botanischer Garten, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Photosynthese. Energie- und Elektronenquelle für die Wasserstoffproduktion mit Cyanobakterien. Okay, guten Tag. Ich wollte heute gerne ein Projekt vorstellen, in dem es darum geht, die Photosynthese zu nutzen von Cyanobakterien, um damit Wasserstoff zu produzieren. Ein solches Cyanobakterium sehen Sie auch auf der rechten oberen Ecke der Folie. Ganz eingangs möchte ich Sie einmal daran an Ihr Wissen erinnern zur Photosynthese und Atmung. Was ja in der Photosynthese prinzipiell passiert, ist, dass Sonnenlicht genutzt wird, um Wasser zu spalten. Dabei entsteht einmal Sauerstoff und außerdem werden Elektronen freigesetzt. Diese Elektronen werden dann in die photosynthetische Elektronentransportkette eingespeist und stehen letztendlich dann zur Fixierung von CO2 und zur Synthese von Zuckern bereit. Dieser Zucker enthält praktisch gespeicherte Sonnenenergie und sämtliche Tiere auf der Erde, dazu zählen natürlich auch wir Menschen, können dann diesen Zucker veratmen. In der Atmung wird eigentlich die Photosynthese ganz grob wieder umgekehrt. Das heißt, diese Kohlenhydrate oder die Zucker werden wieder zu CO2 zerlegt. Die Elektronen werden zurück auf Sauerstoff übertragen, sodass wir wieder Wasser haben. Und die Sonnenenergie, die gespeichert da, wird praktisch freigesetzt. Das heißt, damit können wir uns dann bewegen und wachsen. Wenn Sie also morgens durch den Wald joggen, ist es tatsächlich so, dass Sie Ihre Muskeln durch Sonnenenergie eigentlich antreiben. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle Kohlenhydrate veratmet werden, sondern ein Teil davon lagert auch in tieferen Erdschichten und bildet dort fossile Brennstoffe. Und wenn wir diese verbrennen, dann passiert was ganz Ähnliches wie in der Atmung eigentlich auch. Das heißt, es werden Kohlenhydrate zerlegt zu CO2 und die Sonnenenergie wird wieder freigesetzt, womit wir dann Flugzeug fliegen können und unsere Industrie antreiben können. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist dieser Kohlenhydratkreislauf aus Atmung und Photosynthese ausbalanciert. Der ist unproblematisch. Wenn wir allerdings fossile Brennstoffe nutzen, dann führt das zu einer Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre, die ja in Verdacht steht, das Klima zu beeinflussen. Aus dem Grund möchten wir diesen ganzen Kohlenhydratstoffwechsel umgehen und Sonnenenergie praktisch direkt als Wasserstoff speichern. Und zwar wollen wir das mithilfe einer sogenannten Hydrogenase machen. Das ist ein Enzym, was auch in diesen Cyanobakterien vorkommt und das praktisch Protonen und dann Elektronen aus der Photosynthese zu Wasserstoff umsetzt. Das tun die Cyanobakterien auch von sich aus, allerdings mit einer geringen Effizienz. Und wir möchten praktisch diesen Prozess maximieren oder die Photowasserstoffproduktion maximieren. Und zwar indem wir das Enzym, also die Hydrogenase, direkt an die Photosynthese koppeln. Der Wasserstoff kann dann in Brennstoffzellen eingespeist werden, wo er in dieser Knallgasreaktion zusammen mit Sauerstoff zu Wasser und Energie reagiert. Und die Energie kann man dann natürlich wieder nutzen. Natürlich hat dieses Projekt zahlreiche Herausforderungen, wie zum Beispiel die Sauerstoffempfindlichkeit des Enzyms und außerdem müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Zellen weiterhin zu Eigenzwecken CO2 fixieren können und Kohlenhydrate aufbauen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.